Hier unter der Decke hängt Muskulär 2. Das ist ein muskelkraftbetriebenes Flugzeug. Das heißt, der Pilot ist sein eigener Motor. Und dieses Flugzeug verkörpert hier bewusst an dieser Stelle im Eingangsbereich des Museums, dass der Traum der Menschheit, mit eigener Kraft zu fliegen, erreicht worden ist. Das Flugzeug ist von Günter Rochel gebaut worden und das Besondere daran ist, dass mit diesem Flugzeug ein Geschwindigkeitsweltrekord geflogen wurde, und zwar auf dem Flugplatz Schleißheim, auf dem sich unser Museum befindet. Das war 1985. Geflogen ist der damals 17-jährige Sohn von Günter Rochel, Holger Rochel. Ja, und weil natürlich die Leistung des Menschen relativ beschränkt ist, muss das Flugzeug besonders leicht gebaut werden. Das Flugzeug wiegt 24 Kilogramm, das ist also extremer Leichtbau, wenn man diese große Spannweite von über 20 Meter betrachtet. Und verwendet wurde als Werkstoff kohlenfaserverstärkter Kunststoff und bespannt ist das Flugzeug mit einer Müllerfolie.